Das Institut für Staatspolitik feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Seit über 20 Jahren versucht dieser rechte Think-Tank in der Mitte der Gesellschaft rechte Ressentiments mehr und mehr zu platzieren. Und man muss auch sagen, in den letzten Jahren ist ihm das auch wirklich gelungen. Die Ursachen liegen nicht allein an den Fähigkeiten des Instituts für Staatspolitik um Götz Kubitschek und Ellen Korsitzer, sondern auch an den gesellschaftlichen Gesamtentwicklungen, wo wir immer wieder sehen mussten, dass in der Mitte der Gesellschaft rechte Ressentiments mehr und mehr platziert worden sind. Vor allem von Personen, die eben nicht aus dem neurechten Spektrum kommen, aber dieses neurechte Milieu hat die Chancen genutzt, um sich weiter mehr und mehr in der Mitte der Gesellschaft zu platzieren. Und darum ist es dringend geboten, sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, mit welchen Positionen sie dort sich eigentlich in der Mitte der Gesellschaft breit machen wollen. Lieber Andreas Speit, ich begrüße dich ganz herzlich heute hier in Wiesbaden im Namen der Initiative Moment mal, Aktion für eine offene Gesellschaft. Ich möchte heute mit dir über das sogenannte Institut für Staatspolitik mit Sitz in Schnellroda in Sachsen-Anhalt sprechen. Zu dieser extrem rechten Organisation ist gerade dieses Buch erschienen unter dem Titel Das IFS, Faschistinnen des 21. Jahrhunderts im VSA Verlag in Hamburg. Herausgegeben wurde es vom antifaschistischen Magazin Der Rechte Rand. Das Magazin berichtet seit über 30 Jahren über die extreme Rechte und entsprechend auch über die Entstehung des IFS seit eben Mai 2000. Für die Neuerscheinung dieses Buches wurde aus vorhandenen Beiträgen 26 ausgewählt und 5 neue ergänzt und damit die Entstehung und Entwicklung des IFS nachzuzeichnen. Andreas, du hast nicht nur zahlreiche Bücher zum Thema extreme Rechte geschrieben und herausgegeben, du hast auch in diesem Buch und seit vielen Jahren für das Magazin Der Rechte Rand publiziert. Erzähl uns doch mal, was war die Motivation zur Herausgabe dieses Buches? Ja, vielleicht darf ich zuerst nochmal Danke sagen für die Einladung und die Möglichkeit, dieses Projekt hier nochmal so vorzustellen. Die Intention ist eigentlich relativ einfach. Die neue Rechte, und dazu zählt das Institut für Staatspolitik seit über 20 Jahren mit Götz Kubitschek und Ellen Korsitzer quasi an der Spitze, hat die Intention, in aktuelle Debatten immer hineinzuwirken. Und wir haben gedacht, dass wahrscheinlich das Institut anlässlich ihres Jubiläums versuchen wird, natürlich auch ihr Bild in den Medien zu präsentieren. Und diese Selbstdarstellung, mit der sie in den letzten Jahren es auch geschafft haben, mehr in der Mitte der Gesellschaft sich zu präsentieren, wollten wir ein Fremdbild quasi entgegenstellen. Du hast jetzt schon zwei Namen genannt, Götz Kubitschek, Ellen Korsitzer. Die Namen wären wahrscheinlich vor 10 Jahren kaum jemandem ein Begriff gewesen. Das hat sich geändert mit zahlreichen Home-Stories, die bei Kubitschek und Korsitzer zu Hause auch vorgenommen wurden, dann publiziert, auch in großen Medien. Kannst du was zu dem Hintergrund erzählen, warum das IFS gegründet wurde? Ich glaube, das ist auch vielfach in der Berichterstattung über diese beiden, über das IFS zu kurz geraten. Ja, vor 20 Jahren hat es innerhalb des sogenannten neurechten Spektrums eine harte Diskussion gegeben, wie sie in der Mitte der Gesellschaft mehr thematisch sich präsentieren können. Und Götz Kubitschek hat überhaupt nicht alleine dieses Institut gegründet. Er ist momentan derjenige, der unglaublich in den Medien ist, als der neurechte Theoretiker. Das sollte man auch mal ein bisschen relativieren. Denn eigentlich war er ein großer Inspirator für dieses Projekt, Karl-Heinz Weismann, ein Oberstudienrat aus Niedersachsen, der mit ihm zusammen dieses Institut gegründet hat und auch prägender die inhaltliche Ausrichtung dieses Instituts herausgearbeitet hat, unter anderem auch mit einer größeren Publizität, um das auch mal ganz deutlich zu sagen. Und tatsächlich ist der Anlass gewesen, dass das Hamburger Institut für Sozialforschung eine Ausstellung zur Wehrmacht veröffentlicht hatte, die damals in der Mitte der Gesellschaft eine große Diskussion ausgelöst hatte. Dieses Institut ist nicht mit dem Institut für Staatspolitik gleichzusetzen, ganz im Gegenteil. Es ist ein kritisches, wissenschaftliches Institut. Und mit dieser Ausstellung vor etlichen Jahren haben sie eigentlich dieses Tabu gebrochen, dass in der Mitte der Gesellschaft endlich darüber gesprochen worden ist, was wissenschaftlich übrigens schon lange bekannt war, dass die Wehrmacht auf den Feldzug in Russland diverseste Verbrechen verübt hat und dort auch involviert gewesen ist in der Vernichtung der europäischen Juden. In der Wissenschaft war das lange, lange schon Thema, aber die Ausstellung hat das so popularisiert und daraufhin hat es eine richtig harte Diskussion über die Wehrmacht gegeben. Und da hat Karl-Heinz Weismann dann gedacht, Moment mal, brauchen wir vielleicht auch so ein Institut, um mit wissenschaftlichen Positionen, vermeintlich wissenschaftlich aus unserer Sicht gesprochen, in die Debatten hineinzuwirken und auch sozusagen ein Netzwerk aufzubauen, um Diskussionen in der Mitte der Gesellschaft weiter zu forcieren. Das war der Gründungsgedanke.
Und deswegen hat das Institut unter anderem auch relativ schnell eine eigene wissenschaftliche Reihe herausgegeben, die bis heute besteht. Sie hat bis weiteren auch immer wieder Sommer- und Winterakademien ausgerichtet, um eben, wie Sie das nennen, ja, die geistige Elite, den Nachwuchs politisch zu schulen. Und das ist auch bis heute eine der zentralen Strategien. Die Sommer- und Winterakademien beispielsweise sind unter anderem meistens für Teilnehmer unter 35 Jahren. Und wenn wir den Eigenangaben glauben dürfen, sind sie in den letzten Jahren auch immer ausgebucht und eigentlich auch überbucht. Über die Bedeutung der Akademien hinaus, was würdest du sagen, welche Relevanz hat das IFS heute für die extreme Rechte in Deutschland? Das IFS ist tatsächlich der zentrale Think Tank. Aber man muss auch ganz deutlich sagen, viel größere Thinktanks haben sie auch nicht. Es ist anzunehmen, dass die AfD-nahe Bundesstiftung perspektivisch auch eine große Rolle einnehmen kann, weil dort auch die Gelder durch den Staat jetzt dahin fließen können. Aber zurzeit ist tatsächlich das Institut für Staatspolitik der zentrale Anlaufpunkt für alles, was sich rechts von der Union und auch rechts bei der Union bewegt. Und bitte nur bildlich verstehen, und links von der NPD. Und wir sehen das ja auch an den Teilnehmenden, beispielsweise bei den Sommer- und Winterakademien, dass wirklich aus den verschiedensten rechten Spektren die Personen dorthin gehen. Und wir wissen ja auch, dass der thüringische AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke immer wieder betont, dass er dort die große geistige Anregung bekommt. Und er ist ja auch letztlich einer der großen Förderer dieses Instituts, indem er das eben auch sehr publik macht. Ich würde gerne auf eine Begrifflichkeit eingehen, das ist der Begriff der neuen Rechten. Ein Begriff, der vielfach auch medial sehr inflationär ungenau gebraucht wird, also für eigentlich alles zum Teil, was sich irgendwann nach 2014 auch innerhalb der extremen Rechten oder als neue rechte Bewegung gegründet hat. Was würdest du sagen, wäre ein Begriff, der ja auch eine Eigenbezeichnung ursprünglich ist, der brauchbar wäre, wenn wir über die neue Rechte reden? Der Begriff neue Rechte wird in den letzten Jahren immer inflationärer gebraucht. Er war eigentlich mal fest definiert, aber heute hat man ein wenig den Eindruck, dass jemand, der dazu gerade forscht und das neu für sich entdeckt, dann auch gleich dieses Etikett neue Rechte draufbatscht. Das ist problematisch, weil Begriffe damit unklarer werden und durch die Unschärfe wir dann eben auch erleben, dass die Diskussion schwieriger wird. Eigentlich war der Begriff Neue Rechte mal idealtypisch klassifiziert. Unter anderem, dass sich dieses Milieu auf die Autoren der konservativen Revolution, des italienischen Faschismus der 20er, 30er Jahre bezogen hat, gezielt als Strategie, um aus dem Schatten des Nationalsozialismus herauszutreten, was eine politische Mimikrie ist, weil auch die Personen in den 20er, 30er Jahren nicht so weit weg von der NSDAP waren, wie immer so gern suggeriert wird. Des Weiteren gehörte zum Merkmal, dass sie vor allem im vorpolitischen Raum sich engagieren wollten, also weniger die parteipolitische Ebenen angestrebt haben, was nicht heißt, dass sie auch parteipolitische Interessen gehabt haben, auch parteipolitische Projekte unterstützt haben. Aber der Schwerpunkt war, im diskursiven Bereich die Denk- und Verhaltensmuster in der Mitte der Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Letztlich auch durch eine Delegitimierung zentraler Begriffe, um den demokratischen Verfassungsstaat infrage zu stellen. Und da waren sie tatsächlich im Laufe der Jahre hier und dort ein wenig erfolgreich. Aber das sagt das Spektrum der neuen Rechten eigentlich selbst. Götz Kubitschek betont das. Ohne Tabubrecher aus der Mitte der Gesellschaft, also Personen, die rechte Ressentiments publik gemacht haben, aber keinen rechten Hintergrund haben, wären sie nicht so weit erfolgreich vorgedrungen, wie sie es heute sind. Und er nennt natürlich dort einen Namen und der Name ist uns, glaube ich, allen sofort geläufig. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, war der Rammbock für sie mit diesem Buch. So sagen sie es selber, ist es ihnen dann gelungen, mit ihren Positionen, mit ihren Argumenten mehr Resonanzraum zu gewinnen. Und das ist auch ein Phänomen, was immer wieder zu beleuchten ist. Wenn wir über die neue Rechte reden, müssen wir auch über die Mitte der Gesellschaft reden. Jetzt taucht in diesem Buch ja als Untertitel gar nicht der Begriff auf, sondern es wird da von FaschistInnen des 21. Jahrhunderts gesprochen. Warum wurde dieser Begriff gewählt? Der Begriff ist eine kleine Provokation, weil wir natürlich gewusst haben, dass in diesem Spektrum sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass man sehr moderat erscheint, dass man mit Faschismus, Nationalsozialismus ja nichts zu tun hätte. Aber de facto einer der Mitbegründer der neuen Rechten in der Bundesrepublik, Armin Molau, hat ihn selbst als eine Selbstbezeichnung aufgegriffen und darum haben wir ihn wieder verwendet, um darauf hinzuweisen, was eigentlich das zentrale Moment dieser Ideologie ist und sie hat mitnichten eine große Distanz zum Faschismus. Und das ist ein Aspekt, den man auch immer wieder bei der neuen Rechten herausarbeitet muss. Nur weil das vielleicht moderater daherkommt, moderner klingt, ist es mitnichten weniger als eine Blut- und Bodenideologie. Du hattest zurück zum IFS vorhin auch schon die Akademien angesprochen. In dem Buch wird immer wieder auch der Blick auf die Akademien gerichtet, auch auf die Vorgängerakademien, also das Berliner Kolleg. Vielleicht nochmal zurück, welche Bedeutung haben die Akademien für die Szene und wer spricht eigentlich auf den Akademien?
Ja, bei diesen Akademien treten natürlich die Autorinnen aus dem Institut für Staatspolitik auf, beispielsweise die in der Sezession publizieren oder auf Sezession Log und versuchen dort ihre aktuellen Thesen in den Raum zu stellen. Und die werden dort verhandelt, aber vor allem werden sie auch erstmal dort populär gemacht. Und über die Jahre konnten wir halt feststellen, dass tatsächlich aus dem gesamten rechten Spektrum vor allem junge Männer dorthin gehen und sozusagen sich geistig schulen lassen. Und das hat auch Auswirkungen. Es gab einen Fall, wo wir das mal sehr gut belegen konnten, beispielsweise bei der Bundeswehruniversität in München, das ist ein paar Jahre her, hatte dort Autorinnen und Redakteure der Campus-Zeitung einen Schwerpunkt gesetzt über die Frage, ob die Wehrfähigkeit der Bundeswehr sinkt, wenn Frauen dort mehr präsent sind. Das Fazit ist gewesen, die Wehrkraft würde sinken. Und interessanterweise konnten wir dann feststellen, ach guck an, das war genau ein Thema beim Institut für Staatspolitik. Und die Autoren kamen auch genau aus diesen Seminaren. Und da sieht man eben auch, wie weit der gesellschaftliche Einfluss ist. Wir reden hier nicht von einem Randphänomen. Und wir haben das auch in anderem Kontext gerade ganz aktuell erleben dürfen, wo beispielsweise in Achim, das ist eine Stadt in Niedersachsen, ein Schulleiter eines Gymnasiums sich hingestellt hat und dann sehr deutlich gesagt hat, ja, wir haben ein Problem, weil dort Jugendliche, vor allem junge Männer an der Schule so argumentieren, wie man das von der identitären Bewegung kennt. Und wir wissen ja auch, dass die identitäre Bewegung selbst sagt, dass das Institut für Staatspolitik für sie sozusagen das ideologische Backing ist. Und da sieht man eben auch die gesamtgesellschaftliche Verstrickung und auch die Verbreitung. Du hattest vorhin schon Björn Höcke angesprochen. Auch er hat ja auf einer Akademie als einer der ersten führenden AfD-Funktionäre gesprochen. Seitdem kamen einige hinzu. Wie würdest du das Verhältnis zwischen EFS und AfD bezeichnen? Das Verhältnis der AfD zum Institut für Staatspolitik hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Tatsächlich ist aber von Anbeginn zu beobachten gewesen, dass gerade das Spektrum des Flügels um Björn Höcke, das sich ja nur selbst aufgelöst hat, um eine Gesamtbeobachtung der Partei zu verhindern, dass das sehr eng mit dem Institut für Staatspolitik zusammenarbeitet. Man geht mittlerweile auch davon aus, auch andere Autorinnen und Autoren beschreiben das, dass das Gründungsmanifest des Flügels auch aus dem Hause von Götz Kubitschek stammen soll. Und da merkt man, wie eng es verzahnt ist. Und es gab ja auch bei seinem Auftritt 2015, wenn ich mich richtig erinnere, von Björn Höcke, nicht nur diese rassistischen Äußerungen, wo er beschreibt, dass es den europäischen und den afrikanischen Ausbreitungstyp geben würde, wurde unter anderem beschrieben worden ist von Björn Höcke, dass ja die Afrikaner, die Männer quasi sozusagen einfach Kinder in die Welt setzen und abhauen und der europäische deutsche Mann natürlich das nicht machen würde. Blanker Rassismus, pauschale Unterstellungen. Aber in dieser Rede hat er am Anfang etwas anderes noch gesagt. Da sagt er nämlich sinngemäß, wie wir Götz schon mal zusammen besprochen haben. Da sieht man eben, wie lange die sich eigentlich auch kennen. Und das muss man an der Stelle auch wirklich sagen, dass offensichtlich dieses Netzwerk des Instituts für Staatspolitik wesentlich mehr Personen in der Mitte der Gesellschaft erreicht hat, die vielleicht noch alle gar nicht sich so, sage ich mal, politisch präsentieren, wie wir jetzt Björn Höcke kennengelernt haben, die quasi dann aus dem Nichts kommen, aber seit Jahren, Jahrzehnten in diesem Milieu sich bewegen, dort geschult sind, auch argumentativ geschult sind. Und das sieht man auch. Die Personen, die aus diesem Spektrum kommen, sind auch meistens die Leute, die innerhalb der AfD dann eben auch führende Positionen innehaben bzw. eine Ausstrahlung haben. Und man muss auch ganz deutlich sagen, dass eigentlich dann im Laufe der Zeit tatsächlich das Institut für Staatspolitik eben auch für renommierte andere Persönlichkeiten mehr und mehr ein zentraler Punkt geworden ist. Alexander Gauland ist ja auch jemand, der dann unlängst aufgetreten ist. Vorher hat er sich mal diskret zurückgehalten, hat im Übrigen von Anbeginn den Flügel mit unterstützt, aber hat immer nach außen dieses Spiel gemacht, er sei sozusagen der moderierende Herr innerhalb der Partei, der den Flügel als auch die anderen innerhalb der AfD sozusagen zusammenhält. Er selbst sei gar nicht so deutlich positioniert. Dieses Spiel haben die Medien leider lange, lange mitgemacht. Interessanterweise haben wir das beim rechten Rand eben nicht getan. Wir haben relativ früh darauf hingewiesen, Herr Gauland ist nicht nur ein enttäuschter CDUler, sondern er ist im neurechten Milieu tief verankert gewesen. Und genau diese tiefen Verankerungen sind es auch, die wir dann innerhalb dieses Buches beispielsweise in vielen Bereichen vorstellen. Das IFS bzw. das Umfeld betreibt ja Ideologieproduktion, auch, du hattest vorhin schon angesprochen, über die Zeitung Sezession. Zudem gibt es den Verlag Antaios, auch damit setzen sich Texte in dem Buch auseinander. Kannst du beschreiben, wer da publiziert und was für Themen auch publiziert werden, für Bücher herausgegeben werden? Ja, es ist eine Mischung. Mittlerweile wird auch viel Wert auf literarische Werke gelegt.
aber eben auch auf vermeintliche Sachbücher zu aktuellen Fragen, die relativ schnell produziert werden. Oder es werden eben auch Schriften der neuen Rechten aus Frankreich beispielsweise ins Deutsche übersetzt. Ich denke, ein zentrales Werk von René Camus, Der große Austausch, ist ein exemplarisches Phänomen, wo man zum einen auch sieht, wie europaweit die neue Rechte ausgerichtet ist und gleichzeitig aber eben auch, wie politische Positionen herausgearbeitet werden. René Camus behauptet ja allen Ernstes, dass es eine letztendlich Zusammenspiel der Eliten in Wirtschaft und Medien und Politik gäbe, die daran arbeiten würden, die ureigene Bevölkerung auszutauschen. Und dieser Gedanke des großen Austauschs hat tatsächlich der Antaios Verlag, der zu diesem Netzwerk um Götz Kubitschek dazugehört, er betreibt den Verlag. Der Verlag hat de facto und eigentlich diese These in Deutschland richtig populär gemacht. Und es gibt eigentlich im rechten Milieu niemand, der diese These nicht unterschreiben würde. Sowohl von der AfD bis auch, wenn wir global gucken, den Rechtsterroristen. Sie alle sind in der Sorge, dass die ureigene Bevölkerung ausgetauscht wird, neben der Sorge, dass die vermeintliche Überfremdung durch den Islam Europa sozusagen ja, vernichten würde. Und das sind die zwei Triebfedern, die wir in den letzten Jahren wirklich im gesamten Spektrum sehen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Rechtsterroristen und den Rechtsintellektuellen, aber auf der ideologischen Basis, genau an diesen beiden Schnittstellen, gibt es sie nicht. Und es ist auch immer interessant, wenn beispielsweise ein Terroranschlag verübt worden ist, sei es in Halle, sei es in Christchurch, geht man sofort verbal auf Distanz aus dem neurechten Milieu und versucht sozusagen, ja, sich davon zu stehlen. Aber de facto inhaltlich predigen sie nichts anderes als das, was die Täter motiviert hat. Distanz ist ein gutes Stichwort. Das EFS versucht sich ja als radikal konservativ darzustellen und auf Distanz zu gehen zu klar neonazistischen Personen. Immer wieder hat auch in den Texten nachzulesen, aber auch Recherche ergeben, dass sich da auch Personen bewegen, die eine NPD-Mitgliedschaft tragen oder im Umfeld anzusiedeln sind. Kannst du auf diese Verbindung eingehen? Ja, das Institut ist unglaublich bemüht, eben neu rechts zu erscheinen, nicht altrechts. Mit altrechts wird dann eben sowas verbunden wie die NPD, ewig gestrig, sich irgendwie auf den Nationalsozialismus beziehen oder eben auch dieses Milieu, das den Holocaust leugnet. Damit will man offiziell nichts zu tun haben. Und gerade antifaschistische Recherchen haben wir in den letzten Jahren immer wieder belegt. Und wenn wir von den letzten Jahren reden, dann reden wir wirklich von 30 Jahren, dass so eine klare Grenzziehung eigentlich gar nicht so aufrechtzuerhalten ist. Ich nenne nur zwei Beispiele. Unter anderem ist durch einen Hack bekannt geworden, dass ein NPD-Funktionär tatsächlich unter einem Pseudonym sehr wohl für Götz Kubitschek gearbeitet hat. Das ist ein bisschen schmunzelhaft, weil die Person dann in dem Hack dann auch noch schreibt, das darf keiner mitbekommen. Und dann ist es doch öffentlich geworden. Und er ist ein hoher NPD-Funktionär. Und da merkt man an diesem Beispiel schon, da muss man wirklich genau gucken und den Schein, den sie da aufbauen, das ist eben ein aufgebauter Schein. Oder wir können uns auch ein anderes Phänomen angucken. Aus dem Umfeld des Instituts für Staatspolitik ist 1% für unser Land gegründet worden. Vereinsvorsitzender ist Philipp Stein. Philipp Stein kommt aus dem Umfeld, dem Milieu der identitären Bewegung, das im Übrigen ohne Götz Kubitschek, wie Martin Sellner als einer der führenden Köpfe es selbst geschrieben hat, es heute gar nicht geben würde, weil er damals die Kontakte gehabt hatte, um nach einer großen Krise die identitäre Bewegung aufbauen zu können wieder. Aber bei ihm ist dann interessant, bei Philipp Stein, dass er dann beispielsweise überhaupt gar keine Probleme hatte, regelmäßig bei Umwelt und Aktiv zu publizieren über ein rechtes Ökologieverständnis. Umwelt und Aktiv war eine NPD-nahe Umweltzeitung, die die Printherstellung gerade eingestellt hat. Und er hat im Übrigen dann auch keine Probleme gehabt, bei einem Leserinnentreffen der Umwelt und Aktiv dann tatsächlich eben auch dort einen Vortrag zu halten und das ausgerechnet bei einer Gedächtnisstätte, die von Holocaustleugnern gegründet worden ist. Und das sind so kleine Versatzstücke, wo man sieht, wie eng dieses Milieu dann punktuell dann doch wieder zusammenkommt. Und da sollten wir uns nicht der Illusion hingeben, dass wir da auch wirklich alles erkennen und alles wissen. Das wäre, glaube ich, wirklich ja, ein bisschen großspurig. Ich denke eher, das sind Rechercheergebnisse, die eigentlich dazu einladen, weiter zu recherchieren und sich nicht so schnell blenden zu lassen, wenn immer so groß die Distanz gesucht wird. Ich würde gerne nochmal auf ein besonderes Ideologieelement eingehen, das häufig meiner Meinung nach gerade in der Auseinandersetzung mit der neuen Rechten zu wenig Beachtung findet. Und das ist der Antifeminismus. In dem Buch, auch in verschiedenen Texten angesprochen, unter anderem heißt es darin sinngemäß, es ist das EFS, ein Verein, unter dem letztendlich klassisch viele Männer, aber wenige Frauen vorhanden sind, präsent sind. Gleichwohl gibt es ja mit Ellen Kositzer, die du schon angesprochen hast, aber auch der Publizistin Caroline Sommerfeld-Lehten, Frauen, die sehr präsent sind, vielleicht auch präsenter, als wir das aus anderen Bereichen der extremen Rechten kennen.
Wie würdest du sagen, ist deren Rolle zu verstehen und wie präsent ist auch der Antifeminismus im IFS und dessen Umfeld? Ja, das ist eine der vielen komplexen Fragen, die wirklich in dem Buch aufgegriffen werden. Und interessanterweise, wie glaube ich dann auch bei der Zusammenstellung der Texte merkten, dass wir doch immer wieder mal diesen Aspekt mit beleuchtet haben. Allerdings die Debatte Antifeminismus und Rechtsextremismus, da muss man ganz offen einräumen, ist eigentlich leider eine neue. Obwohl ideologiegeschichtlich betrachtet man viel, viel früher hätte diese Gewichtung und die Ernsthaftigkeit des Antifeminismus für die Ideologie viel schneller bearbeiten müssen. Das ist ein Manko, was in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal so, nachgearbeitet wird. Ellen Kosetzer ist eine der wenigen ideologieproduzierenden Frauen. Aber wenn man dann die Selbstdarstellung beispielsweise von Ellen Kosetzer sich anschaut, beispielsweise in dem Buch Tristesse droite, dann wird dann explizit benannt, dass sie ja, Redakteurin ist, aber vor allem Mutter. Also da wird sehr genau geguckt, dass die Rollenbilder nicht ins Rollen geraten. Und das ist auch genau das, was sie dann positioniert. Nämlich in dem Sinne, dass sie immer wieder aufgreift, dass die klassischen Geschlechterrollen, und das macht Sommerfeld genauso, nicht mehr erfüllt werden und darum wir familiäre Probleme hätten, gesellschaftliche Probleme hätten, demografische Probleme hätten. Und sie erfüllen dann quasi als Frauen so eine Art Alibi-Funktion, dass sie als Frauen sprechen und frauenfeindliche Positionen eigentlich präsentieren. Und das ist ein Strang, den wir immer wieder finden, wenn Frauen sich in der neuen Rechten bewegen. Ich bin ein bisschen vorsichtiger an Bewertung, ob nicht auch in anderen Spektren Frauen nicht genauso aktiv sind. Ich habe ein wenig den Eindruck, wenn wir uns die gesamte Debatte zum Rechtsextremismus gerade anschauen, sind alle sehr fokussiert auf AfD, Institut für Staatspolitik. Ich bin gespannt, wenn wir mal wieder genau auf die Kameradschaften schauen, auf die freien Netzwerke, inwieweit da auch die Beteiligung von Frauen vielleicht in den letzten Jahren sich doch gewandelt hat. Dafür gab es vor ein paar Jahren Indizien dafür, dass Frauen mehr sichtbar in der rechtsextremistischen Szene sich bewegen. In den letzten Jahren haben wir auch merken müssen, dass das Institut für Staatspolitik immer mehr antifeministische Themen selber in den Vordergrund gehoben hat. Ein Beispiel ist Jack Donovan, der mehrere Publikationen mittlerweile im Antaios Verlag veröffentlichen konnte. Er ist ein US-amerikanischer Rechtsextremist. Selbst nennt er sich ein bisschen anders, aber den Grundpositionen würden wir ihn so einschätzen. Er ist beispielsweise der Meinung, dass die Männer wieder richtige Männer sein müssten, in Stammeshorden leben sollten. Und da merkt man auch schon so ein bisschen, wo es hingeht. Und in einem Buch beschreibt er auch explizit, dass diese Männer eigentlich auch wieder bereit sein müssen, das Fremde auszulöschen und das Feindliche. Und da merkt man die Radikalität und gleichzeitig werden bestimmte Rollenbilder für Frauen dann auch zugeschrieben. Und das Interessante dabei ist, dass er dann eben auch beim Institut für Staatspolitik als Referent eingeladen worden ist. Da sieht man, wie gewichtet das Thema auf einmal dort präsent ist. Und wir erleben das auch tatsächlich in den anderen Publikationen, dass immer wieder ausgemacht wird, dass vor allem der Feminismus mit dran schuld ist, dass wir eben den demografischen Wandel hätten, in ihrer Logik gesprochen, dass die falschen Familien zu viele Kinder bekommen und die richtigen Familien zu wenig Kinder bekommen. Und das geht auch gleich mit dem zweiten Gedanken einher, dass auch der Hedonismus daran schuld ist, dass wir sozusagen diesen demografischen Wandel hätten, weil gerade Frauen jetzt einfach nur noch ausleben könnten, was sie gerne möchten und die Männer sowieso. Und das ist nicht ohne Grund, dass dann beispielsweise auch dazu aufgerufen wird von Björn Höcke, auch in diesem Kontext mitgedacht, dass wir wieder mannhaft werden müssen, damit wir wehrhaft sind. Und da merkt man, wie tief dieser Gedanke da ist. Es geht hier wirklich darum, dass der Mann sozusagen die Scholle hüten soll, verteidigen soll. Und dann ist auch logisch, was die Frau zu tun hat. Sie soll die Familie hüten und die Kinder aufziehen. Und da merkt man eben, das kommt unglaublich moderat daher und vermeintlich neu. Und das ist de facto uraltes, völkisch nationalistisches Blut- und Bodendenken, was hier nur intellektuell virtualisiert wird, aber de facto keine neue Botschaften. Abschließend nochmal den Blick auf den medialen Umgang mit dem IFS, gerade auch an dich als Journalist. Ich hatte es vorhin eingangs erwähnt, es gab zahlreiche Home-Stories. Da hieß es dann, es gab einen Besuch, so der Spiegel bei dem dunklen Ritter Götz und seiner, Zitat, Patchwork-Familie, die auf einem Rittergut leben. Auch du hast dich ja mit dieser Frage des medialen Umgangs auseinandergesetzt. Im Kontext des IFS warst aber auch selber vor Ort, also in Schnellroda. Meine Frage an dich, was ist deine Kritik, auch mit Blick auf die grundsätzliche Frage, reden mit der extremen Rechten? Und konkret, was würdest du empfehlen, wie mit Personen aus dem IFS umzugehen sein sollte?
Ja, ich befürchte tatsächlich, wir haben das nie genau überprüft, aber es kann gut sein, dass ich mit einem Bericht in der Taz als erstes so Art diesen Trend zur Home Story angestoßen habe. Ich bin dorthin gefahren und habe die Familie spontan besucht. Das hat einen ganz einfachen Grund gehabt, dass ich davon ausgegangen bin, wenn ich als Taz dort anfrage oder als Autor vom rechten Rand, dass die Gesprächsbereitschaft dort nicht sehr groß sein wird. Und dieses Moment der Überraschung hat natürlich dann auch dazu geführt, dass sie tatsächlich mich hineingelassen haben. Götz Kubitschek mir dann auch in aller Ruhe am Anfang erklärt hat, wo was in den Gebäuden ist und welche Intentionen sie da haben und auch sehr stolz gewesen ist. Ich glaube übrigens, das war auch einer mit der Gründe, warum er das gemacht hat. Er wollte gerne zeigen, was er geschaffen hat. So eine sehr typisch männliche Form, sich in Szene zu werfen. Das habe ich geleistet. Und dann waren wir irgendwann in der Küche, und Ellen Korsitzer war da. Und da wurde dann bei dem Gespräch relativ schnell klar, dass es eigentlich keinen intellektuellen Austausch gibt. Schon die erste Frage von mir, wenn ich mich richtig erinnere, verstehen Sie sich noch als Neurechts? Wir hatten das eben auch schon, der Begriff ist eigentlich nicht mehr so neu. Der kommt schon 1968 auf, im übrigen Umfeld der NPD, die sich damals Kader sich überlegen, wie geht es eigentlich weiter, nachdem sie bei der Bundestagswahl gescheitert sind, knapp übrigens. Und da merkte man dann schon, nee, da gibt es keinen Dialog, keinen Austausch. Und Götz Kubitschek beschreibt das selber so, dass er mich dann relativ schnell rauswirft. Und ich glaube, der Unterschied ist, wenn man das so pauschal sagen darf, man müsste dann wirklich die Texte ganz genau vergleichen. Aber tatsächlich haben wir dann in dem Bericht darüber vor allem versucht, die Strategie des Instituts herauszuarbeiten, den Habitus zu benennen und die politischen Positionen und auch die ideengeschichtliche Tradition. Und ich glaube, wenn das in Texten transportiert wird, ist das eine journalistische Form, die legitim ist. Wenn man aber vor allem auf den Lifestyle geht, den Habitus, dann besteht eben die Gefahr, dass man die Bilder, die sie gerne selbst von sich produzieren möchten, dass man die reproduziert. Und das ist genau die Schwierigkeit. Und da war eben unter anderem dieser eine Titel mit diesem Titel dann auch wirklich unglücklich, weil das natürlich genau diesen Habitus des vermeintlich intellektuellen, gediegenen und gleichzeitig geerdeten, der dann auch seine Ziegen melkt, unglaublich reproduziert hat und ihn nicht groß gebrochen hat. Und das ist eben die große Herausforderung in der medialen Auseinandersetzung. Ihre Bilder, die Sie gerne haben wollen, mit die Sie auch selber entwerfen, dass man diese Bilder bricht, weil sonst macht man PR. Und das kann man wirklich fragen, ob das immer gelungen ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob alle Waldspaziergänge mit führenden Repräsentanten aus diesem Milieu so groß zielführend war, dass man irgendetwas Neues kennengelernt hat. Mal abgesehen davon, dass ich mich als Journalist dann auch gefragt hätte, naja, der Waldgang, das erinnert so ein bisschen an Ernst Dünger und da ist auch eine bestimmte politische Botschaft, man will wieder so intellektuell sein, so distanziert sein zu dem Rest. Also da hat man schon alleine durch die Inszenierung eigentlich schon als Journalistin und Journalist ein wenig verloren, wenn man dann den Waldspaziergang macht, weil man schon in diesem Kontext dieses großen literarischen Werkes von Ernst Dünger dann steht. Die zweite Ebene bei dieser Diskussion ist natürlich die, wie gesamtgesellschaftlich, zivilgesellschaftlich sich mit der neuen Rechten auseinandergesetzt werden sollte. Und hier erleben wir, dass so ein paar Fallstricke der neuen Rechten ganz gut funktionieren. Das eine, dass sie immer wieder lamentieren, sie seien gar nicht in den Talkshows, sie seien gar nicht auf den Podien mit eingeladen. Da muss man mal genauer gucken. Da muss man vielleicht auch deutlich werden und sagen, na gut, Herr Kubitschek, Sie sind vielleicht nicht eingeladen, aber Ihre Ideen repräsentieren etliche Vertreter der AfD und die sind in den großen Talkshows der Bundesrepublik. Und dann muss man vielleicht auch noch mal ganz höflich darauf hinweisen, inhaltliche Auseinandersetzungen finden nicht immer nur face-to-face statt. Die gesamte Wissenschaft ist darauf aufgebaut, dass eine Publizität verfolgt und eine weitere kritische dazu erfolgt. Ich habe manchmal das Gefühl, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler streiten über Jahre über ein Thema und haben sich persönlich noch nie getroffen. Müssen sie auch nicht, aber es wird so ein Nimbus um dieses, man muss face to face sich mit ihnen auseinandersetzen, weil dann wäre es erst wirklich eine Auseinandersetzung. Nein, der rechte Rand hat es auch unter anderem vorgemacht in den vielen Beiträgen in dem Band. Beispielsweise wird sich mit der Publizität der neuen Rechten um das Institut für Staatspolitik auseinandergesetzt und die Positionen werden herausgearbeitet. Und es ist eine Unterstellung, dann anzunehmen, dass das einseitig stattfindet. Nein, es wird natürlich auch kritisch reflektiert und eingeordnet. Und ich glaube, das ist genau wieder so ein Fallstrick, der dann so aufgebaut wird. Ja, nur wenn man face to face ist, ist man in einer kritischen Auseinandersetzung, sagen wir, im Dialog. Ich denke, das ist wichtig, dass man darauf hinweist, nein, Dialoge finden auch anders statt. Und dann ist natürlich in diesem Diskurs mir zu überlegen, ja, wie, wenn man mit ihnen redet, wie redet man mit ihnen? Und ich denke, hier muss eins ziemlich deutlich werden. Im Rahmen der Meinungsfreiheit können Sie alles publizieren, können Sie alles sagen. Im Rahmen der Meinungsfreiheit besteht aber auch andersrum das Recht, dass man sagt, wir wissen, was Sie schreiben, wir wissen, was Sie politisch denken,
Darum brauchen wir Sie hier nicht einladen. Wir können uns auch so kritisch mit der neuen Rechten beispielsweise auseinandersetzen, indem man Expertinnen und Experten einlädt, die beispielsweise zum Institut für Staatspolitik gearbeitet haben. Man ahnt vielleicht darauf hinaus möchte. Wir haben bisher immer die Erfahrung gemacht, dass eigentlich jede Form der Einladung von ideologieproduzierenden neurechten Theoretikern und Theoretikerinnen immer dazu geführt hat, dass sie Teil des demokratischen Diskurses geworden sind. Und genau da sehen wir die große Gefahr. Hier müssen klare Grenzen gezogen werden. Demokratiefeinde muss man nicht freiwillig, widerstandslos sozusagen ins demokratische Forum holen. Und da denke ich, dass viel wichtiger ist, dass man eben genau schaut, wann redet man wie mit Neurechten. Um es deutlich zu sagen, Ideologieproduzentinnen und Produzenten der neuen Rechten denken, wir sollte man kein Podium bieten. Sie haben genug Foren. Sie können in der Bundesrepublik diskutieren und publizieren, so wie sie möchten. Aber Menschen, die von ihnen angegriffen werden, Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Initiativen, haben auch das Recht zu sagen, unsere Feinde laden wir nicht ein, sondern wir sagen, was sie sind unsere Feinde. Und darum denke ich dann auch in dem Kontext, dass man auch deutlich sagen muss, mit Rechten reden hat eben dann auch zur Folge, dass sie sich immer darauf beziehen können, dass man mit ihnen geredet hat. Man wird zum demokratischen Feindblatt. Und das denke ich manchmal, würde ich mir schon wünschen, dass verschiedene Interviewpartner im Laufe der letzten Jahre im Umfeld der neuen Rechten sich das vielleicht ein bisschen genauer überlegt hätten, was sie eigentlich mit ihrem Interview auch bewirken. Nämlich, dass unabhängig, was sie sagen, sie können auch dort die neue Rechte kritisieren. Sie sind aber letztlich diejenigen, wo man dann darauf hinweisen kann, aus dem neurechten Argumentationslogik heraus, bitte sehr, wir sind doch gar nicht so schlimm. Der oder die hat doch mit uns gesprochen. Was regen Sie sich eigentlich auf? Und wir haben ja in dem Sammelband auch einen Text nochmal von mir veröffentlicht, der damals für doch sehr viel Furore gesucht hatte, weil es im Rahmen der Buchmessen eine große Diskussion gab, soll man die neuen Rechten einladen, wie geht man mit Götz Kubitschek um? Und ich habe unter anderem in dem Text darauf hingewiesen, dass Götz Kubitschek in einem Band selber höflich darauf hinweist, dass er eigentlich der Meinung ist, dass die Diskussion mit uns eigentlich gar keine Bedeutung mehr hat, dass das sinnlos sei. Und er redet dann wirklich davon, sinngemäß zitiert, der hilft nur ein Schlag ins Gesicht. Und ich denke, wenn das ein neurechter Intellektueller sagt, dann sollten wir das ernst nehmen. Das ist eine Gewaltandrohung. Ja, danke für das klare Statement und nochmal den klaren Hinweis. Zum Schluss, dann bleibt mir eigentlich nur noch ganz herzlich dir zu danken und den Zuschauenden das Buch ans Herz zu legen. Und dann möchte ich mich verabschieden. Bis bald. Ich danke auch.